Euro 2012 Football Championship. Public viewing in Münster. The people are celebrating their teams after the matches. But what do you do when there's a day off at the Euro 2012 Football Championship? Well, in Münster you had the possibility to see the oral presentation by Jens Weinreich, a sports journalist who shared his knowledge about corruption and the World Football Association, the FIFA. Also herzlich willkommen zur vierten und letzten Runde der Nachspielzeit unserer Vortragsreihe zur Fußball-Europameisterschaft. Warum heißt sie eigentlich Nachspielzeit? Ein paar haben die Erklärung vielleicht schon gehört, die in den ersten Veranstaltungen da waren. Fußball hat immer häufiger auch ein Nachspiel. Korruption ist das heutige Thema, Korruption im Fußball-Weltverband FIFA. Wir begrüßen unseren Referenten Jens Weinreich, der sitzt zu meiner Linken, mit einem kleinen Willkommensapplaus. Jens Weinreich, an investigative journalist working on uncovering corruption affairs in sports, and one of his activities he was talking about is the following. Vor ein paar Jahren mal beim Olympischen Kongress in Kopenhagen eine Reihe von Top-Funktionären befragt, ob die Welt eine Welt-Antikorruptionsagentur braucht. Es gibt ja eine Anti-Doping-Agentur, die WADA, und ich habe mir mal im Kopf gesetzt mit ein paar Kollegen, wir treiben das jetzt so weit, dass irgendwann mal eine WACA, eine World Anti-Corruption Agency, gegründet wird. Und zu den, weiß nicht mehr, 30 oder so IOC-Mitgliedern und Weltverbandspräsidenten, die ich da befragt habe, zählt auch unser aller Freund Sepp. Und jetzt gucken wir mal, was er dazu gesagt hat, wenn das jetzt funktioniert. Nochmals, go ahead. Ich bin Sepp Blatter, Präsident des Internationalen Fußballverbandes FIFA und auch Mitglied des IOKAS. Und ich bin der Meinung, dass die Welt keine Antikorruptionsorganisation braucht. Danke sehr. Normalerweise sollte das jetzt einen Lacher auslösen. Warum das vielleicht doch anders sein sollte, darüber werden wir heute Abend hoffentlich reden. After mentioning numerous cases of corruption in the world of football by presenting authentic facts, he also outlined the financial structures of the FIFA. He says, "Wir bleiben bei der FIFA. Im Jahr 1 Milliarde im Schnitt Umsatz, genießt nicht ganz Steuerfreiheit, aber genießt völlige Freiheit, wird, weil es nach dem Rechtssystem, nach dem Schweizer Recht organisiert, wie ein Verein von Pilzesuchern oder so, also wie der kleinste Karnickelzüchterverein in der Schweiz, so ist die FIFA organisiert, nach diesem Rechtssystem. Und ist deshalb, weil es keine Kooperation ist, völlig frei von jeglichen internationalen Antikorruptionsregeln. Für die FIFA gilt das alles nicht und für andere Sportverbände eben auch nicht. Besides his presentations, he is writing articles for a variety of newspapers and he has his own blog, which you can find on jensweinreich.de. Don't mix politics with games. That is one of his slogans. And he won a variety of prizes for his outstanding online sports journalism. And for more information, you will find a diversity of topics on the website. Getting to the end of his presentation, he told another funny but also sad anecdote. So läuft das nach dem 98er Buch. Da gab es mal, da hat der Dieter Hahn, der Geschäftsführer von Kirch, mal zu so einer kleinen Runde eingeladen. Und dann hat er zu uns gesagt, er hat das Buch in einer Nacht gelesen. Und er belobigt uns, liest sich spannend und witzig, hat er gesagt. Aber, und dann hat er gegrinst und sagt, aber die besten Geschichten werden sie natürlich nie schreiben können. So ist es.